höhere Freistöße und vielleicht sogar noch mehr Tore. Und dann kommt auch ganz schnell die Spielroutine, meint ein entspannter Klaus Allof. Am Anfang ist es was Neues so und dann weiß der Schiedsrichter noch nicht so richtig, wie er hier das Ding halten soll. Und das sieht so ein bisschen ungelenkt aus, aber ich glaube, in 2 Monaten wird keiner mehr drüber reden. Das ist richtig. Genau, dann könnte es aber doch noch mal spannend. Liegt vielleicht an der Nord-Süd-Achse, dass dieser Einwand ausgerechnet von Stuttgart an den See kommt. Das sieht wie dann aus. Früher eines Mädels. Nimmt ja keiner mehr, aber ich glaube, wenn ich hier bin, funktioniert das noch so heute. Also das Freistoßspray ab morgen in der Fußball-Bundesliga, denn dort wurde heute Abend nicht gespielt. In der 2. Bundesliga wurde es schon getestet. Und dort hat der 1. FC Kaiserslautern den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Felser steht beim Aufsteiger Heidenheim nur 1:1. Lüdenbrock. Für knapp 2 Minuten sah es so aus, als könnte der 1. FC Kaiserslautern endlich den ersten Auswärtssieg der Saison verbuchen. Am Juni hatte die Roten Teufel eine knappe Viertelstunde vor Schluss in Führung geschossen. Das Postwenden fiel aber dann der Heidenheimer Ausgleich. Ausgangspunkt, ein leichter Ballverlust des FCK im Mittelfeld. Das 1:1 am Ende ein gerechtes Unentschieden. Die Zuschauer sahen ein gutes Zweitligaspiel mit viel Kampf, viel Tempo, viel Leidenschaft und spielerischer Klasse. Der FC Kaiserslautern hatte die klareren und besseren Möglichkeiten, haderte aber wieder einmal mit der Chancenverwertung. Die beste Möglichkeit vereitelte Heidenheims Torwart Zimmermann, der in der ersten Hälfte einen Lakic-Kopfball aus 5 Metern hervorragend parierte. Dazu kassierte Markus Karl noch die 5. gelbe Karte, fehlt damit kommende Woche gegen Düsseldorf. Was die Pfälzer nicht geschafft haben, das konnte Aufsteiger RB Leipzig erreichen, nämlich den Sprung an die Tabellenspitze. Voraussetzung, ein Sieg beim Bundesliga-Absteiger Nürnberg. Hecke Endung. Das ist ein Rückschlag für die Mannschaft von Alexander Zorniger, dieses 0:1 vor den 27.000 Zuschauern. Und am Ende auch eine verdiente Niederlage, weil die Pfälzer zu wenig in der Offensive zustande gekommen hatten. So fiel das Tor in der 74. Minute durch den Österreicher Alessandro. Nach einer Vorarbeit von Niklas Füllkrug, 17 Meter Entfernung mit der Innenseite befördert Köpke mal vorbei an Benjamin Bello. Danach hatte Leipzig Glück, dass die Nürnberger 3 weitere hochkarätige Chancen ausschließen. Die beste begab Robert Koch mit einem Kopfball an den Pfosten in der 80. Minute. In Würzburg warfen die Leipziger alles nach vorne, hatten allerdings keine großartige Möglichkeit mehr. Und so hatten sich die Nürnberger nach dem 0:1 die zweite Saison Niederlage. Im dritten Spiel konnten sich der VfL Bochum und Darmstadt 98 1:1. Ingolstadt bleibt in der Tabellenspitze. Weiter ist Kaiserslautern vor Aufsteiger Heidenheim. Die Münchner haben Olympia abgelehnt und selbst die Wintersportmetropole Oslo hat ihre Bewerbung zurückgezogen. So langsam muss sich das Internationale Olympische Komitee anstrengen, um die Spiele überhaupt noch interessant zu machen. Heute sprach IOC-Chef Thomas Bach vor dem Wirtschaftsforum in Baden-Baden über genau dieses Thema. Und dort berichtet heute China. Nur einmal hier aus Kasachstan und Peking wollen die Winterspiele noch haben. Mit Nachdruck war zu Bach am Umbau des Internationalen Olympischen Komitees, der die Spiele wieder attraktiver machen. 50 Milliarden Dollar kosteten die Winterspiele in Sochi. Das hat viele abgeschreckt. In Deutschland wurde die Entscheidung über eine Olympiabewerbung nächstes Jahr verschoben. Hamburg oder Berlin? Bach würde sich freuen. Eine deutsche Olympiabewerbung wird der internationale großen, eine sehr starke Bewerbung, weil man in der Welt weiß, dass Deutschland Olympische Spiele nicht nur reibungslos organisieren kann, sondern auch wirklich im olympischen Sinne feiern kann. Einen Favoriten hat Thomas Bach nicht. Sicher ist aber, wenn Bach die Reform gelingt und den Bewerbern auch finanziell entgegenkommt, dann ist wieder eine starke Bewerbung aus Deutschland 2024 oder 2028 gerechnet. Der Trainerwechsel bei den Kölner Haien in der deutschen Eishockey-Liga hat sich ja überhaupt nicht eingebracht. Unter dem neuen Coach Niklas Sundblatt, der Uwe Krupp nachgefolgt war, haben die Haie heute Abend auch das 3. Spiel in Serie verloren. Am Abend hieß es gegen die Berliner Eisbären 2:3 nach Verlängerung. Und die Basketballer von Alba Berlin haben zum Auftakt der Euroleague erste Saisonniederlage kassiert. Die Berliner verloren gegen ZSK Moskau 68:4. Das ist ein Regelsatz für den Sport vom Freitagsplan. Und das war die Spätausgabe von TV9 Kompakt. Hier folgt gleich das aktuelle Kulturmagazin Party heute. Mit Gabi Hüste und einem Gespräch über die Sohn einer Musiktage am Mikrofon. Party ist Robert Kramer. Guten Abend. Deutschland Radio Kultur. Das Telefon im Radio. 23 Uhr. Die Nacht.
zugreifen, müssen sich an diesem Wochenende wieder auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Eines neuen Angebots des Bahnhofs hält die Lokführergesellschaft GDL an ihrem Streik bis Montagmorgen fest. In Frankfurt am Main sind es dazu am Abend, die Bahn verweigere weiterhin inhaltliche Verhandlungen für das gesamte Zugpersonal in der GDL. Der Ausstand der Lokführer begann bereits am Nachmittag im Winterverkehr. Ab heute Nacht um 1 Uhr soll der Streik auf den Personenverkehr ausgeweitet werden. Dauert bis Montag 10 Uhr. Nach Angaben der Bahn werden auch die meisten Zugpersonenzüge ausfallen. Der Konzern hat den Lokführern in seinem neuen Angebot 5% mehr Geld in Aussicht gestellt. Hinzu kommt eine Einmalzahlung von rund 325 Euro. Nach einem halben Jahr in der Gewalt von Entführern sind die beiden auf den Philippinen verschleppten Segeltouristen aus Deutschland wieder frei. Das bestätigte das Auswärtige Amt in Berlin. Das Paar befindet sich in der Obhut von Mitarbeitern der Botschaft in Manila. Die Entführer, die islamistische Terrorgruppe Abu Sayyaf, hatten für die Freilassung der beiden